Dun, 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 dun. Here I am, rocking like a hurricane. Oh, Moment schnell, jetzt habe ich, glaube ich, irgendetwas ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, das ist vielleicht ganz ein dunkelvioletter Skorpion gewesen. Entschuldigung, aber nichtsdestotrotz, ich heiße dich herzlich willkommen zu dem Let's Play, wo ich mich wahnsinnig darüber freue. Ja, ich freue mich, ich freue mich, ja, ich freue mich zu The Secret of Monkey Island, und zwar in der Special Edition. Ich habe einen ganz bestimmten oder persönlichen Bezug zu dem Spiel, weil das ist eigentlich das Game, das mich zum Gamer gemacht hat. So mehr oder weniger. Es ist von Lucasfilm Games, glaube ich sogar, Lucasfilm Arts, weiß es nicht mehr so genau. George Lucas kennt ihr, ja, der hat andere Filme gemacht. Und auch andere Games, wie zum Beispiel Zack McCracken. Ne, habe ich auch wahnsinnig gerne gespielt. Oder auch Maniac Mansion, wo ich ein bisschen mehr Mühe hatte damit. Weil man dort halt immer können, drei Charaktere aussuchen und ich irgendwie zu meiner Teenagerzeit keine Geduld hatte, mich durch das durchzustieren. Das ist, glaube ich, eines der wenigen Spiele, die ich nie zu Ende gespielt habe. Das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung wert, das zu spielen. Aber kommen wir wieder zurück. The Secret of Monkey Island. Lucasfilm, wie gesagt, Stoff für Humor, Stoff für gute Adventure, Click-and-Point-Adventure-Games, ganz genau zu sein. Und falls du das Spiel kennst, ja, super, dann lade ich dich ein, mit mir Pirat zu werden mit dem Guybrush Threepwood. Falls du das nicht kennst, das Spiel, dann lade ich dich auch ein zu dem Spiel. Und genau so kenne ich es. So verpixelt, tief im Herzen von der Karibik. Habe ich das Spiel gespielt, 1990, auf der Amiga, auf Melee Island. Yes. Und so sieht es heute aus. Special Edition. Yeah. Ron Gilbert, ich danke dir tausendmal für das Game. Und für den Nachfolger auch, übrigens, den ich mir auch gerade müssen in dem Lunar Sail zutun. Die Musik ist auch spitze. Eigentlich gibt es gar nichts zu sagen, außer dass ich mich wirklich auf den Humor freue, den mir das Spiel bereitet hat. Ich werde noch ganz, ganz viele Erinnerungen haben an das Game. Das weiß ich jetzt schon, weil, wie gesagt, ich habe das auch noch dazu mal gespielt, als ich noch ein Teenager war. Und zwar stundenlang. All die kniffligen Rätsel probiert zu lösen. Da hat es noch kein Internet gegeben. Man konnte noch nicht nachher googlen. Ich habe wirklich alles müssen, mehr oder weniger selber herausfinden oder mit Kollegen darüber diskutieren. Jetzt hoffe ich, das Spiel können durchzusocken mit all diesen Rätseln, ohne dass ich auch Google benutze. Ich glaube aber, ich mag mich recht gut erinnern, was das ich muss machen und was nicht. Ich habe keine andere Let's Plays dazu geschaut. Das, ja, wollte ich selber eins machen und ich wollte selber voll reinkommen in das Piratenfeeling. Und wir fangen jetzt Ah. Auf Englisch, hä? Wie gesagt, wenn das ein bisschen Schwierigkeiten gibt. My name's Guybrush Threepwood and I want to be a pirate. Um da geht's. Yikes! Don't sneak up on me like that. I'm over this way. Hallo, da bin ich. Ah. Well then, Thriftweed. Hey. Threepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Bitte schön. I see. So, you want to be a pirate, eh? You look more like a flooring inspector. Ja, Buchhalter. But if you're serious about pirating, go talk to the pirate leaders. Aha. You'll find them in the scum bar. Okay. Gosh, thanks. Danke. I'll do that. Das mache ich gerade. Bye ja. Now. Tschüss. I'm off to seek my fortune. Good luck. Ja, danke. Where did you say those pirate leaders were? Ja, das Kurzzeitgedächtnis, hä? The scum bar. Right. Thanks. Ja, also es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr... Teil 1. Die drei Prüfungen. Yeah. Was soll ich sagen? Ja, grafisch hat es natürlich ein riesen Update gegeben. Und, ich sehe... da hat es
kein so ein Menü, wo ich sehe, was ich machen muss oder was ich in meinem Inventar habe. Ui, ich bin gespannt, wie das kommt. Aber schau mal den schönen Vollmond an. Wow, das sieht ja super aus. Ich habe das natürlich noch viel, viel verpixelter in Erinnerung. Und wer ist denn da der Gouverneur Marley? Elect Governor Marley. When there's only one candidate, there's only one choice. So sollte ich das sein. In jeder Wahl nur ein Kandidat. Viva el Presidente, sage ich da dazu. Nur, ja, gehen wir mal weiter. Was gibt es denn da in der, auf dieser Insel noch zu begutachten? Das Gambar? Was ist auch da drin? Gehen wir mal schauen. Hallo! Oh, schau, da tanzt einer. Ja, also gut, tanzen kann man dem vielleicht nicht mehr sagen. Schauen wir mal, was machst du da? Oh, okay, willst du den nicht wecken? Was ist denn mit dem? Den willst du nicht stören? Wieso nicht? Busy listening to the guy on the left. Die hören den Typen links zu, das bist du, also komm. Hoi there, stranger. Hallo! New in town? Ziemlich, ja. Ich bin neu hier. Sie darf ich in Ihre Crew? Wer hat hier das Kommando? Das interessiert mich. Oh, habe ich das nicht so abklicken? Who's in charge here? Well, this island has a governor. Ja, das habe ich gesehen. Pirates have our own leader. Aha. Ja, ich will zuerst mal mit den Anführern reden, oder? Ich will die Pirat werden. Komm, wieso nimmst du das nicht an? Ich muss das irgendwie dreimal anklicken. Das ist doof. You should go talk to the important looking pirates in the next room. Aha, schrecklich wichtige Piraten. So, auf die lasse ich die meisten. Ja, die lasse ich mich ja gerne meine Marionetten behandeln. Ich bin der Guybrush, komm. My name's Guybrush Threepwood. I'm new in town. Guybrush Threepwood? Hey, was soll das? That's the stupidest name I've ever heard. Hallo? Wie heißt ich denn du? Well, what's your name? My name is Mancombe Seepgood. Okay. Ist gut. Nett mit dir. Nice. Also. Nice talking to you. Dann gehen wir doch gerade mal schnell. Aha, viel Spaß auf Melee Island. Danke, danke. Das wird die sicher haben. Und untersuchen. Rede mit Hund. Oder was? Hey, Spiffy. Wuff. Arf. Ruf. Mach mal Wuff. Wuff. Aha. Wuff. Oh. Grrr. Oh, grrr. Oh, warte, kann ich auch grrr machen? Jip, jip, jip. Jip, jip, jip. Okay, ist gut. Was ist denn jetzt passiert? Hallo, ich bin da irgendwie schnell rausgefallen. Okay. Geh doch einfach da hinten. Okay, gut. Schau, da haben wir drei Piraten. Zu wichtig wirkende Piraten. Und weißt du was? Das mache ich nachher. Ich gehe jetzt zuerst mal schnell da hinten. Weil da gibt es nämlich Sachen anzuschauen, wie zum Beispiel some sort of meat or meat-like substance. Fleisch auf. Dann hat es da einen Eintopf. Aha, okay. Mach die Türen auf und nimm den Fisch mit. Aha, warte, das ist ja so gegangen, genau. Komm. Ja, nehmen. So, nimm. Und jetzt, wo und wie gesehen? Da. Aber jetzt ist er schon wieder weg. Okay, was haben wir denn da noch? Das Fass. Wie sehe ich jetzt das? Okay, aber wo sehe ich denn jetzt mein Inventar? Muss ich denn noch irgend... Nein. Okay, so komme ich wieder raus. Spiel fortsetzen. I don't see anything special about it. Ja, ich auch nicht. Den Topf würde ich gerne noch haben. Kopfsalat haben wir jetzt über. Okay. Ich sehe mein Inventar nicht. Okay, ich sehe schon die moderne. What be ye wanting, boy? Ich rede mal mit diesen drei wichtigen Piraten. Ich will Feuerwehr mal werden. Wie hat er geheißen? Der Fuchur? Ich töte ihn nicht. Ich will Pirat werden. Weil Fuchur bin ich ja nicht. So what? Why bother us?
Don't forget we're short on help because of this whole LeChuck thing. Aha, so, LeChuck thing. Schon wieder LeChuck. So, no pirates means no swag. And no swag means no grog. Kein Beauty bedeutet kein Grog. Und der Grog geht aus. Schlimm, hä? Do you have any special skills? Ja klar, habe ich Fähigkeiten. Ich kann 10 Minuten die Luft anhalten. Yeah! Well, alright. You don't become a pirate. Das reicht nicht. You'll have to go through the three trials. Oh, die drei Prüfungen. What three trials are those? Okay, sag mal. There are three trials every pirate must pass. You must master the sword. Fechten, okay. And the art of thievery. Klauen. And the quest. Suche. What? Treasure hunting, you sea urchin. Aha, okay. Wir sind doch auch nicht einig, he? You must prove yourself in each of these three areas. Okay. Swordplay, thievery, and treasure huntery. Then return with proof that you've done it. So, so. Mit Beweis muss ich zurückkommen. And then you must drink grog with us. Ja gut, das mache ich. Warte schnell, was ist aber grog? Warte schnell, warte schnell. Was ist die überhaupt? Ja. Grog stuff anyway. Grog is a secret mixture which contains one or more of the following: kerosene, Propylenglykol, künstliche Süßstoff, gut, das kennt man immer noch. Schwefelsäure, ja, das ist wahrscheinlich auch. Rum, Aceton, rote Farbe, ja, eben Red Bull, Scum, Schmierfett, Batteriesäure. Ja, also bis auf die letzte Zutat tönt das ja wirklich nach Red Bull. Außer, dass es vielleicht noch Rum drin hat, hä? Okay. Und okay, das klingt wirklich nach einer ätzenden Säure, die ihr hier am Trinken sind. Da muss ich mir noch überlegen, ob ich denn das mit euch dort trinke. Erzähl mir zuerst mal mehr über das Fechten. First, get here your sword. You must seek out and defeat the swordmaster. Schwermeister besiegen? Okay. Wer wird mir auf den Weg zeigen? I want to find somebody to train you first. Oh, wie oft da freue ich mich jetzt schon. Auf das Training freue ich mich jetzt schon. Ja, das sind drei lustige. Okay, dann erzähl mir doch noch mehr über das Klauen. We want you to procure a small item for us. Eine Kleinigkeit, soll ich dir noch... The Idol of Many Hands. Idol of Many Hands. Mansion. Okay. Ja, super, jetzt muss ich das beim Gouverneur einbrechen. Schaukasten für ihren Landsitz. Okay. You'll have to get past the guards, naturally. The tricky part will be getting past the dogs outside. Das hat Hunde, ja, okay. Die sind bissig, das weiß ich. Und ich weiß auch genau, dass ich euch müssen betäuben. Irgendwie. Okay. Ja, komm, wenn wir schon dabei sind, erzähl mir noch über die Schatzsuche. Das hat es doch auf jeder Insel irgend so einen Schatz. Okay. Should I have a map or something? Wäre vielleicht noch gut, hä? Well, I can hardly expect to find a treasure without a map. And don't forget, X marks the spot! Jawohl, das X markiert die Stelle. Okay, ich gehe dann mal wieder. Leave us to our grog. Ja, saufen das Gesöff allein. Ja, tue ich mir lieber mit Bier oder Rivella etwas. Ist gut. Okay, also gehen wir wieder raus. Und schauen mal, was es denn sonst noch so auf der Insel hat. Oh, nein, warte. Deep beneath Monkey Island, the ghost pirate LeChuck ship lies anchored in a river of lava. Wow, Geisterpirat LeChuck ist irgendwo. Oh, der sieht auch anders aus, als dass ich in Erinnerung habe. Ich habe gemeint, der hat einen roten Bart. There's nothing like the hot winds of hell blowing in your face. No, sir. Nothing like it. sir, I
It's days like this that make you glad to be dead. Oh, yes, sir. Glad to be dead. Glad to be dead. We are glad to be dead, right? Ich kenne doch nur die deutsche Version, oh, yes, natürlich. Sir. Aber auf meiner Version so hat es gar noch nicht geredet. Wir hätten nur können lesen. Murdered me and everyone on board. Yes, ah, yes, sir. Du bist froh, dass der LeChuck deine Crew umgebracht hat und das Schiff kapert. Ja, das freut ihn zu hören, schön. Yes, sir. Well, you see, we might have a problem on Melee Island. Problem? Was Problem? What possible problem could there be? I've got those sissy pirates so scared of the sea, they're afraid to take a bath. Ja, das finde ich auch so. There seems to be a new pirate in town. Ah, die redet, glaub, von mir. A pirate wannabe. Young, inexperienced. Uh-huh. Probably nothing to worry about. Ja, jung und unerfahren. Don't know why I bothered you with it. Das bin ich. I'll have him taken care of myself. Wait! I'll handle this personally. Oh. My plans are too important to be messed up by amateurs. Aber du hast wichtige Pläne. So, so. Yes, sir. Schauen wir mal, wenn der LeChuck uns begegnet. So, was gehen wir mal da hoch? Hey, das sieht wirklich recht gut aus. Gefällt mir. Ist cool. Oh, schau da. Ein Mann mit Papagei. Komm, mit dem reden wir gerade mal schnell eine Runde. Excuse me, but do you have a cousin named Sven? Habe ich einen Vetter namens Sven? Was? Nein, leider nicht. Was ist das? Eine Art Code? Ja, wahrscheinlich. Nein, aber ich habe einen Friseur. Close enough. Okay, let's gut. Talk business. Wahrscheinlich hätte ich können drücken, was ich hätte wollen. He? You want to oh. Buy a map to the legendary lost treasure of Melee Island? Oh, ja. Gib mir sie. Only one in existence. Nur eine einzige gibt's. Rare. Very rare. Whoa, okay. Only 100 pieces of 8. Ouch. Das ist noch teuer, hä? Also gut, ich habe leider das Geld noch nicht. No, thanks. I don't have enough money. Ja, der Spruch kommt mir irgendwie bekannt vor. Buzz off, kid. It's bad for business. ja, jetzt ist er schon. Der Spruch kommt mir irgendwie bekannt vor. Gehen wir doch da gerade mal schnell in die Tür. Ah, da hat es ja auch noch drei Typen. Okay, komm, gang da zuerst jetzt noch rein. Geh hineinschauen. Wo sind wir denn da? Hühner? Poor chickens. Poor chickens. Was haben wir denn da? Eine Statue? No, thanks. I'd rather not touch any of this creepy voodoo stuff. Oh, voodoo-zeugs? Und was haben wir da? Voodoo-nips. Let's see, there's a jar of bat drippings. Fledermaus-Kohl. Schachtel mit Gräten sortiert. A shaker full of monkey flakes. Affenschuppen. And some cat knuckles. Katzenknöchel. Cat knuckles. Oh, wow. Barbaric. Barbaric, okay. Hühner habe ich schon gesehen. Was haben wir da noch? Oh, Hühner. A rubber chicken with a pulley in the middle. Oh, Karabiner. What possible use could that have? Oh, okay, ich weiß schon für was. Poor little thing. Ah, okay, was haben wir denn da noch? Ah, da ist ja eine Frau. What may I help you with, son? Lauschiges Plätzchen, lesen Sie aus der Hand. Ich heiße... Wait, oh. Don't say anything. Okay. I can sense your name is Guybrush. Wow. Guybrush knows him. No. Threepwood. Ja, Threepwood. Guybrush Threepwood. Am I not right? Wow. Gut geraten, oder? Stark haben Sie noch andere wow, Tricks drauf. Wow, that was amazing. Do you know any other tricks? I do not deal in tricks. Aha, what nicht. I know is the truth. Nur die Wahrheit kennst du. Okay, also lese ich denn du aus meiner Hand? So? My mind-reading skills tell me it is your future. You are interested in. Are ja. You certain this is something you really wish to know? Ja, das bin ich. Nein, ich wollte alles wissen. Yes, tell me everything that's gonna happen to me. I am getting a vision. Ooh, oh, okay. I see you taking a voyage. A long voyage. Aha. I see you captaining a ship. Yeah. Yeah. I see. What? See what? Ja, was? Sag mir's. I see a giant monkey. Huh? Yikes. Riesigen Affe. I see you inside the giant monkey. Huh? Gross.
Im Inneren von dem Affen? It's all becoming clear. Ja, schön. Your journey will have many parts. You will see things better left unseen. You will hear things better left unheard. Okay. You will learn things better left unlearned. What kind of things? Okay. I hate surprises. Ja, warum sagen wir's? The time is not right to know. When you know your purpose, come see me. I will let you know then. Ah, okay. Yikes! Hoppala! Jetzt ist die einfach wieder verschwunden. Und wenn ich jetzt wieder rüber gehe, kommst du dann wieder vorne? Na? Hallo? Hallo? Guess no one's here. Okay. Aber warte, ich werde dich da. Ich weiß nämlich noch, der da. Now this is the cup of a carpenter. Der Becher eines Zimmermanns. Das ist vielleicht ein kleiner Insider, so. Habe ich auch gegamet, ganz lang. Indie 3, eins von den zweit, dritt, viert besten. Was sage ich? Was machst denn du? Jetzt bist du da einfach rein. Was passiert, wenn ich da reingehe? Auch ein sehr gutes Adventure-Game. Wunderbar. Also komm, geh da wieder rein. Hallo? Du verirrst dich im Zeugs, hä? Dann schauen wir mal da noch schnell. Was? Wie viel? 10? Hey, das stimmt sogar. Ziemlich genau, hä? Wie eine Schweizer Uhr läuft das da. Super. Dann gehen wir da mal rein. Ja, genau, da ist der. Gemischtwarenhändler. Was wollte ich denn? Das ist eine gute Frage. Oh nein, der Schwertmeister suche ich noch nicht. Ich schaue mich einfach mal um in dem Fall. Okay, but don't put your lips on anything. Nicht mit den Lippen berühren. Okay. Slashmaster. Ah. When you want a sword as sharp as your wit. Okay, scharf in meinem Verstand. Okay, was haben wir denn noch? Tür, Leiter, da, die Schaufel. Come on, just buy something. Ja, did you da just come in here to get out of the cold or do you actually need something? Ja, ist gut, ich gehe. Tschüss. Ist okay, da brauche ich noch nichts. Ich habe da etwas gehört. Hello? Hallo? Anybody in here? Ist jemand da? Hello? Oh. You know, bad things could happen to a person in a dark, deserted alley like this one. And at this time of night, nobody would be around to see it. Okay. haben Sie auch etwas gehört? Ja, komm, haben Sie auch Did you hear something back in here too? No. I'd better get your name. Ich bin mächtiger Pirat. I'm Guybrush Threepwood, and I'm a mighty pirate. Listen, Peepwood. Hey. Threepwood. Guybrush Threepwood. Genau. Well, whatever your name is, listen. I'm the sheriff around here. Aha. Sheriff Fester Shinetop. Nee, tun das auch nicht besser. This is a bad time to be visiting Melee Island. A very bad time. Sicher. My advice to you is to find somewhere else to take your vacation. Ich bin ja nicht zum Ferien machen da. Somewhere safer. Hey, ich wollte doch keine Ferien machen. I feel much better knowing there's an officer of the law around. Ja, jawohl, das sehe ich auch so. Dann gehen wir da mal hier. Komm, gang hier. Hallo? Employees only. Aha. Okay, da können wir eben nicht hier. Da, das Plakat kannst du nicht anschauen. Aber da jetzt noch das Plakat. Oh, a circus! I love a circus. Super, ich liebe Zirkus. Jawohl. Ja, da haben wir es in dem Fall gesehen. Gehen wir weiter. Da haben wir da noch Kehle. Okay, jawohl, genau. Das Gefängnis interessiert mich gerade nicht. Dann gehen wir da mal raus auf die Insel. Ah, da kommen wir gar nicht zur Insel. Da kommen wir zum Sitz von der Gouverneurin. Und da sind die Hunde. Ah, ja genau, richtig. Also, da gehe ich wieder retour. Okay, dann gehen wir halt wieder retour. Oh, wer bist denn du? Egal, wir gehen einfach weiter.
Weil ich wollte jetzt hier noch schnell mit diesen drinnen reden. Da. Zweifelhafter Moral. So, hey, nicht Ratte, sie wir aushalten. Do you guys know the sneaky looking man on the opposite corner? Wanna buy a map, eh? Our maps are top quality. Not like the birdcage liners you get from that clown across the street. No, just kidding. Uh-huh. These are actually copies of the minutes of the last meeting of the Malay Island PTA. Ah, look, da gibt's Piratengewerbschaft. Give them away. Want one? Nein, aber wenn ihr mir zwei Goldstücke geben würdet. No, but I'll take one if you give me two pieces of eight. Okay, that's fair. Oh, okay, hab ich jetzt zwei Stutz verdient, geil. sind ihr eigentlich Piraten? Say, you guys pirates? No, we're a wandering circus troupe. Ja, so gesehen, du bist. But this rat scared away the elephant. Shut up! Utsk. Of course we're pirates. You can't buy clothes like these off the rack. Aha. What do you want? Ja, aber was die eigentlich? Was ist im Fass? Was ist in dem Fass? What's in the keg? Rum. Jam. Rum. Hier sind doch einig, hä? Rum and jam. It's okay. An old pirate favorite. Everybody knows that. Okay. Ach komm, ich gehe einfach mal weiter. Mit euch drinnen werde ich sicher später noch einmal reden. So, also. Ich will ja auf die Insel. Oder mich können auf der Insel bewegen. Muss ich es so sagen, hä? Dann gehen wir hier durch. Ah ja, richtig. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Ich weiss, wie ich dort hinkomme, wo ich hin will. Und, ach komm, jetzt schauen wir da noch schnell den schönen Mond an. Kannst du nicht da schauen? So kannst du schauen, aber diesen Weg nicht. Schade. Komm. Nein, geht nicht. Also gut, gehen wir halt weiter. Ich wollte dich mondsüchtig machen. Aber wir gehen zum Felsvorsprung. Und da ist wieder der Typ. Komm, wir gehen einfach weiter. Tada! Ja, genau, da wollte ich hinwählen. Das ist nämlich Melly Island. Und es gibt da verschiedene Punkte, wo ich hin kann. Zum Beispiel die Lichtung, da zeigt es mir noch nicht an. Die Insel, das Haus, Lichter. Ist noch nichts entdeckt. Aber wir werden das alles erst in der nächsten Folge entdecken. In dem Sinn würde ich euch sagen, Dankeschön, bist du dabei gewesen. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du irgendeinen Kommentar hinterlässt oder auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn ich am Weiterzocken bin. Ich bin mich selber. Cheers!